allow, I will turn it to you now. For time, you know, is always on the wing. Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von Assassin's Creed Syndicate von mir. Wir spielen jetzt die Sequenz 8, die zweite Mission bereits. Dreifache Entführung. Empfohlen ist Level 7. Jacob und Roth streben die Gefangennahme dreier Geschäftspartners Dyreks an, um dessen Kontrolle über den Bezirk zu schwächen. Als Belohnung, als Abschluss der Mission, also Belohnungsabschluss, gibt es eine Herstellungsvorlage. Und zwar Handschuhvorlage, Assassine. Das schauen wir dann zum Schluss genauer an. Jacob. Er ist wunderschön, oder? Ich habe die perfekte zweite Tour für uns. Ach so? Wir müssen uns etwas borgen. Drei von Starks Galgenstricken werden schon bald verschwinden. Ah, du bist ein Teufel. Oh, und dieses Mal komme ich mit. Macht keinen Sinn, dass du den ganzen Ruhm einstreichst. Und dann auf zu meiner Kutsche! Lewis! Neue Mission, neue Herausforderung, die es zu schaffen gilt. Bisher habe ich jetzt die letzten Videos immer zu 100% geschafft. Niemand in den Zielgebieten töten. Wow. Kein Ziel entkommen lassen. Kein Ziel entkommen lassen. Diese feigen Stiefellecker von Starek haben eigene Kerker gebaut. Die reinste Verschwendung. Weil sie lieber Gangs aufgebaut hätten? Nein, nein. Warum bauen, wenn man frei fließen kann wie das Meer? Ich würde nie jemanden einsperren. Oh nein, niemals, oder? Und was ist mit deinem Vogel? Der würde auch nie etwas bauen. Ich kann sagen, dass mir die National Gallery nie langweilig wird. Warum interessiert sich Starek überhaupt für Kunst? Er hat eine teuflisch begabte Frau angeheuert. Eine Hattie Cadwallader. Die Werke für ihn anschafft. Sie hat einen exzellenten Geschmack. Wir entführen sie, weil sie Kunstwerke für Starek aussucht? Nein, mein Bester, nein. Wir entführen sie nicht deswegen, weil sie Kunst liebt, sondern weil sie Starek... Bring du deine Kutsche rum und warte auf die Fracht. Das wird nicht lange dauern. Ja, ich habe jetzt einfach mal abgebrochen, den ich hier... Hier muss doch jemand diese Hattie Cadwallader kennen. ...runtergegangen bin von der Kutsche. Also jetzt nochmal, niemanden in den Zielgebieten töten. Ich weiß gar nicht, was hier Zielgebiete sind. Ich spiele hier, wie gesagt, die Mission wirklich immer zum ersten Mal. Kein Ziel entkommen lassen. Ich hoffe, wenn ich ein Ziel sehe, dass es auch nicht entkommt. So. Jetzt reden wir mit dieser Person, weil sie golden ist. Ich suche nach Miss Hattie Cadwallader. Hab sie nicht gesehen, aber ich weiß, was sie vorhatte. Und das wäre? Kunststibitzen. Sie hat in der Nähe eine Statue gestohlen. Dort hinten. Da, wo es auch schon golden geglitzert hat. Die Statue muss doch hier irgendwo sein. Niemanden in den Zielgebieten töten. Aber wirklich niemanden. Und jetzt haben wir das Problem. Das ist ein Sperrgebiet vor uns. Es wird jetzt nochmal richtig lustig. Und hier unten glitzert auch schon was Goldenes. Wir reden mal kurz mit dem Jungen. Hey, Kleiner! Hast du eine Ahnung, was hier passiert ist? Ich weiß, wer sie geklaut hat, Sir. Miss Cadwallader? Sie versteckt sich in der Kloake. Okay, er zeigt dort drüben. Ja, natürlich versteckt man sich in die Kloake. Kloake. So. Vor uns war das doch hier golden, ne? Warum ist das jetzt nicht mehr golden? Keine Ahnung. Oh. Auf jeden Fall ist das hier ein Sperrgebiet. Ich habe mich jetzt fast zum Schuss gemacht. Ich verstecke mich jetzt mal kurz. Ja, jetzt bin ich wieder außer Reichweite. Ja, niemanden in den Zielgebieten töten. Also ist wahrscheinlich jetzt auf die gerichtet und kein Ziel entkommen lassen. Ich frage mich,
Wer entkommt hier heimlich? Geht das hier rein zur Klage? Nein. Doch. Cool. Warum die Kanalisation? Ja, hier wird es wahrscheinlich die Regel weiterhin gelten. Wow, jetzt kommt schon jemand. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Zielgebiet ist. Was heißt denn Zielgebiete? Was heißt denn das? Mich würde es reizen, jetzt den nämlich kalt zu machen. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das bereits ein Zielgebiet ist. Ich denke mal schon. Und kein Ziel entkommen lassen, das wird ja wohl auf den Gefangenen hindeuten. Verdammt, wie kann ich denn den überlisten? Warte, warte, warte. Okay, okay, okay. Gute Gelegenheit. Fuck. Schlecht. Dieser verdammte Frey hat sich eingeschlichen. Fuck. Fuck. Wir müssen so schnell raus, wie es geht. Wenn er nicht hier ist, wie ist das, dass er hier war? Ich weiß halt echt nicht, ob das hier schon Zielgebiete sind. Bitte sag mir, dass es keine vollkommene Zeitverschwendung war. Wir können es ja herausfinden. Nein. Okay. Also, wir starten einfach nochmal. Letzten Checkpoint laden. Ja, also es ist wirklich schon das Zielgebiet dort unten. Wow, da müssen wir uns wirklich, ja, sorgfältig bewegen. Ich tue mir jetzt innerlich in meinem Kopf schon einen Plan machen. Es ist schwierig, weil so viele von denen existieren. Und ich soll niemanden töten. Aber was heißt denn, wenn ich hier mit dieser Hypnose hier ankomme, mit diesem Gift, ne? Dieser Kanalisation. Ich denke mal, da wird es im Endeffekt das gleiche Problem sein, ne? Weil ich habe ihn ja dann getötet. Wir können das ja mal ausprobieren. Was passiert? Weil ich töte ihn ja nicht. Ich vergifte ihn. So. Eigentlich töten die sich ja jetzt selber. Gucken, ob das gleich rot wird, dann können wir gleich nochmal neu starten. Aber das wäre schon mal so eine Info. Wow. Jetzt kommt der hoch, ey. All the little piggies have done awful things and need to die. Er hat hier nichts zu suchen. Der Polizist auch noch hinterher. Aber das ist schon mal gut. Wir wissen jetzt, dass das geht. Verdammt. Aber gut, das ist ja jetzt kein Zielgebiet. Den dürfen wir jetzt töten eigentlich. Ja, das funktioniert wirklich. Kommen wir hier wirklich mit dem Bolzen Gerät wohl am besten. Oh. Oh. Da kam gerade jemand. Da müssen wir schnell ausweichen. Rein wieder in die Kloake. Und die Bolzen schon mal ausgerüstet. Beziehungsweise diese Giftdinger. Ich weiß gar nicht, wie die direkt heißen. Wir müssen ja nicht jeden damit vergiften. Das wäre ja schwachsinnig. Aber wir können ja strategisch sein.
Aber wir müssen ein bisschen auch die Routen verfolgen, wo die lang gehen. Nicht, dass mich das hier dann noch anarscht. Müssen ein bisschen studieren, die Wege. So, der geht jetzt wieder nach rechts und die kommen bestimmt jetzt wieder hinter. Das wäre dann vielleicht mein Einsatz, um rüber zu gehen. Ja, jetzt geht's los. Das hat gut geklappt. Jetzt müssen wir den noch ein bisschen studieren oder wir gehen jetzt gleich hin. Versuchen den... Oder diejenige sogar. Sagen Sie Starik, dass seine nächste Lieferung auf dem Weg ist. Und sagen Sie ihm auch, dass ich diese Arbeitsbedingungen leid bin. Ich bin nicht in Stariks Auftrag hier. Wessen dann? Maxwell Roth lässt schön grüßen. Ja, wir müssen ein bisschen warten, weil ich sehe gerade an der Karte rechts, dass die zwei wieder zu uns hinterkommen. Das ist mein Ziel. Und sie gucken jetzt gerade hier hinter. Jetzt muss ich ein bisschen abwarten. Bisschen nervig, aber ich muss wirklich das abpassen. Ich hätte die wahrscheinlich auch mit dem Bolzen umbringen sollen. Das wäre das Sinnvollste gewesen. Jetzt müssen wir abwarten, bis er hier wieder... echt schwierig jetzt. Ich glaube, die sind jetzt unsynchron. Was machen wir ja jetzt? Nein. Wow, das war Glück im Unglück. Ich versuche so langsam zu gehen, wie es nur geht, dass er mich nicht hört. Okay. Also ich gehe jetzt hoch. Oder sollte ich nicht hochgehen? Das wäre jetzt ein Ding. Na, nee, doch. Okay, ich sollte hochgehen. Das wäre jetzt ein Ding gewesen, wenn ich jetzt irgendwie noch weitergegangen wäre. Dann hätte ich mir das nämlich jetzt erspart. Alles klar. Gut. Passt soweit. Jetzt müssen wir aber hier auf die anderen aufpassen, die ja auch rumirren. Ich würde sagen, wir gehen einfach wieder nach links raus. Sodass wir nicht mal im Sperrgebiet sind. Nein, hier gibt es keine Trouble. Weil das ist ja auch außerhalb des Sperrgebiets, also... völlig einwandfrei. What's happening there? Ich hoffe, jetzt kommt keiner, der mich hier angreift. Soweit ist es ja nicht mehr. Wahrscheinlich. In diese Kutsche muss ich sie abliefern. Welch angenehme Überraschung. Hineinstoßen. Mr. Starik hören, Roth. Rein damit. Darauf freue ich mich schon. Ja, jetzt soll ich sogar noch fahren. Warum das Alhambra? Jeder gute Kriminelle muss seinen unrechtmäßigen Gewinn irgendwo investieren. Und was ist besser, als die Welt mit etwas seichter Unterhaltung abzulenken, während man das tut? Ach komm schon. Hat mir nicht weiß, dass er nicht auch den Triumph genießt, wenn ein Stück gut ankommt. Bravos und Acapos? Die Kritiken? Ich genieße gute Unterhaltung, Jake. Wenn mich eine der Produktion befriedigt, bin ich ganz hin und... Ah, der Park. Das Wohnzimmer von Stariks Sicherheitschef, einem gewissen Benjamin Raffens. Wer sich mit ihm anlegt, verschwindet gerne ohne Vorwarnung. Wir werden uns sicher gut verstehen. Sei vorsichtig. Wo er ist, sind seine Wachen nicht weit. Ja, da würde ich hier die Kutsche einfach sein lassen. Wäre Quatsch, jetzt noch die paar Meter zu fahren. Also... Deswegen steht kein Ziel entkommen lassen und nicht Hedy nicht entkommen lassen. Das ist der Witz nämlich an der ganzen Sache.
Wow. Wie mache ich das? Gute Frage, nächste Frage. Wir müssen aber auf jeden Fall den Gang hier freimachen. Deswegen würde ich sagen, vergiften. Es hat vorhin funktioniert. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt auch weiterhin funktioniert. Ich gehe jetzt ein bisschen weiter weg, damit dieser nicht auf den Gedanken kommt, mich kalt zu machen. Gut. Sieht gut aus. Mache ich einen weiteren. Und am besten noch einen. Damit die jetzt richtig aufräumen. Oh, gefangen nehmen steht jetzt da. Ich glaube, mein Ziel rennt gerade weg. Oder? Rennt er weg? Jetzt komm schon. Ich hoffe nicht. Sieht jetzt nicht so aus, ne? Nein. Er wollte nur helfen kommen, anscheinend. Ach, so viele Dinger habe ich leider nicht mehr. Ich hoffe, der Klotz, den ich jetzt hier vergiftet habe, sage ich jetzt mal, räumt ordentlich auf. Aber es sieht schlecht aus gerade wieder. Ja, einen hat er noch. Noch, komm. Noch einen, noch einen, noch einen kannst du. Oh. Leider Gottes muss ich wieder ein bisschen selber hier aufräumen. Komm, schlag den nochmal. Ja, so kann man auch niemanden töten. In Anführungsstriche. Aber ich räume ja jetzt auch gleichzeitig ein bisschen auf, damit ich den Weg frei habe, um mein Ziel dort raus zu kutschieren. Das ist ja auch nochmal so, ne? Der Witz an der Sache. Ja, irgendwie rennt mein Ziel ganz schön rum. Ich weiß gar nicht, ob er joggt. Gibt es hier rechts nochmal einen Eingang, der nicht bewacht wird? Oh, hier gibt es auch Wachen. Oh, er kommt hier hintergerannt. Geil. Was soll denn das? Besser geht's nicht. Schickt sie Roth, der Verbrecher. Sie verwechseln Ihre Verbrecher, Mr. Raffles. Mein der Mann, für den Sie arbeiten, Raffles, ist der wahre Verbrecher. Es ist schön, dich wiederzusehen. Ach, fahr zur Hölle! Und jetzt ab mit dir nach hinten. Wer ist dieser Louis, der für dich arbeitet? Ha, ein seltsamer Vogel, oder? Kam vor ein paar Jahren zu mir. Er ist immer sehr ernst. Aber auch immer sehr höflich. Und er hat noch viele andere Talente. Nach wem suche ich? Chester Swinburne. Tagsüber ein Pudel und ein Spitzel bei Nacht. Wenn wir ihn entfernen können, kappen wir Starricks Verbindung zur Polizei. Muss gut sein in dem, was er tut, wenn diese Scharade schon so lange läuft. Das ist er wirklich, mein Freund. Ich fand es jetzt wirklich echt sehr amüsant, dass mein Ziel mir entgegengekommen ist. Das hat mir wirklich Arbeit erspart. Bei so vielen Bobbys kriege ich eine Gänsehaut. Willkommen bei Scotland Yard. Ich, bevor ich jetzt hier zu meinem nächsten Ziel gehe, ich sehe gerade nämlich einen Shop, fülle ich erstmal meine Bolzen auf, weil es hat wirklich mit den Bolzen
wunderbar funktioniert hier in dieser Mission. Und darauf würde ich jetzt nicht mehr verzichten wollen. Weil das Problem ist hier immer, ich muss mit dem Ziel rauslaufen. Und was bringt mir das, wenn einfach kein Platz ist? Nämlich gar nichts. Und ja, werde ich jetzt so einfach weitermachen, wie ich jetzt schon gemacht habe. Ich hoffe, er rennt nicht gleich zu mir, sondern kämpft mit den anderen. Verdammt. Ja, er steht dort jetzt so sinnlos rum. Ich denke mal, er wird bald sterben. Ich hoffe es zumindest. Wir klettern eine Weile übers Dach. Also die Mission wird hier auf jeden Fall ein bisschen länger. Da ich versuche, die 100% zu schaffen. Aber jetzt ist das niemanden in den Zielgebieten töten. Habe ich jetzt gerade verkackt. Sehe ich gerade. Warum auch immer. Jetzt tun wir doch mal den letzten Checkpoint lang. Haben wir jetzt in getötet? Nö. Das war jetzt... Wir laden einfach nochmal den Checkpoint. Wenn es nicht mehr geht, dann spiele ich einfach ganz normal weiter, weil wir wollen ja auch mal das Ende der Mission sehen. Und ich kann ja auch nochmal privat die 100% schaffen. Muss ich ja, weil es gibt eine Trophäe, beziehungsweise einen Erfolg. Jede Hauptmission zu 100% schaffen. Deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen erpicht, jetzt alles schon zu schaffen. Also wir fangen hier jetzt quasi nochmal an beim dritten Anlauf. Also jetzt, wir fangen jetzt nicht komplett nochmal neu an, das Werk. Übelst kacke. Also ich mache das jetzt nicht bei dem Polizisten. Ja. Das verkneife ich mir jetzt. Meine Taktik geht hier nicht auf. Aber wie ich dann hier rauskomme, das weiß ich aber auch nicht. Müssen wir wahrscheinlich ganz schön tricksen. Ja. Mein Ziel hat jetzt gerade den Rücken zum Fenster zugewandt. Das ist natürlich gefährlich. Hä? Was? Na, Swinburne. Machen Sie ja keine Szene. Damit werden Sie nicht davonkommen. Oh, doch, werde ich. Ich muss ein bisschen. Wo bringen gucken. Sie mich hin? Zu einem Freund, der sie begrüßen will. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen gucken, dass der sich dort umdreht. Hier müssen wir anscheinend ein bisschen aufpassen. Jetzt kommt der rum. Ich fasse es nicht. Nee, das ist denkbar schlecht. Jetzt runter zu gehen. Ja, am besten die ganze Zeit Adlerauge an. Da ist die Treppe. Wie soll man denn das machen hier? Okay, jetzt geht er hinter. Das ist wahrscheinlich jetzt die Chance. Jetzt müssen wir hier aber wiederum aufpassen. Fuck, ey. Der steht so scheiße da. Und ich auch gerade. Ist das knapp. Müssen wir jetzt hier runterkommen. Nein! Den behalte ich im Auge. Verdammt, das war's. Ich lade jetzt den letzten Checkpoint auch nochmal von neuem. Also es war gar nicht mal so schlecht. Ich weiß jetzt nicht, wie die mich entdeckt haben.
Ja, das Video wird hier extra long, würde ich sagen. Aber dafür wird's perfekt, hoffe ich mal. Nicht, dass ich hier keinen Bock mehr habe. Also echt schwierig. Ist relativ jetzt von den letzten Missionen her die schwierigste. Aber es gab zwischendurch auch am Anfang auch schwierige, wie ich fand. Die ist aber nochmal jetzt extra schwierig. Also ich mache das jetzt so, bevor wir hier die Mission zu lange machen. Ich probiere es jetzt noch einmal. Obwohl wir sind jetzt so weit gekommen, es muss klappen. Ich gebe mir jetzt nochmal Mühe. Das Problem ist halt einfach, dass... Ich kenne ihn. Nee, du kennst mich nicht. Dass ich einfach... ja. Schon so weit gekommen bin. Und ich denke mal, wenn ich das jetzt nochmal spiele, für mich privat, damit ich 100% schaffe, wird das nochmal ein riesen Aufwand werden. Deswegen bin ich eigentlich so erpicht, das jetzt alles hinzukriegen. Hä? Was? Na, na, Swinburne. Machen Sie ja keine Szene. Damit werden Sie nicht davonkommen. Oh, doch werde ich. Wo bringen Sie mich hin? Zu einem Freund, der Sie begrüßen will. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen abwarten wieder. Bei denen wissen wir ja, wie es geht. Es war irgendwie, entweder bin ich zu schnell gelaufen vorhin, oder er hat sich zufälligerweise umgedreht. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Da müssen wir halt ein bisschen langsamer laufen, aber das Problem an langsamem Laufen ist, dass man langsam läuft. Und die Zeit nicht so gut bemessen ist. Komm runter jetzt. Das war relativ knapp jetzt. Sogar. Mein lieber Scholli. Ja, also sobald er den Rücken dreht, laufen wir los. Vorsichtig. Eigentlich müsste ich den Klammer eine Knarre am Kopf halten, damit er auch weiß, was vor sich ist. Mist! Der dreht sich jedes Mal um hier. Verdammt! Verdammt! Der dreht sich ja jedes Mal um. Oh, das reizt mich jetzt, das zu 100% zu schaffen, weil das auch schon so lang dauert und so schwierig ist jetzt. Ich denke mal, ich mache das jetzt mal mit dem Bolzen nochmal weiter. Ich würde sagen, ich setze die Bolzen ein. Genau, auch zu diesem Zeitpunkt. Dann müssen wir den aber kurzzeitig befreien, aber ich glaube, das ist auch nicht das Wahre. Ach, jedes Mal, wenn ich da die Treppe runtergehe, sieht er mich ganz zufälligerweise. Das ist echt beschissen. Auf gut Deutsch. Ich würde jetzt den einfach mal... vergiften, nochmal. Du bist aber mutig. Die Polizei wird nicht. Ja. Was? Ziel verloren? Oh je. Jetzt habe ich anscheinend zu viel Aufmerksamkeit erregt, dass ich das Ziel verloren habe. Ja. Gott, nicht töten. Das ist echt schwierig. Naja, es wird bestimmt hier die extra long Edition. Ja, ich denke mal, wir haben jetzt schon einige Minuten auf dem Kasten. Ich will das aber auch noch schaffen,
Das ist das Problem. Das wird ja hier jetzt schon fast ein Zweiteiler. So, jetzt machen die sich kalt und mal gucken, ob das wieder nichts bringt. Verbucht gerade meinen Verbündeten, aber das ist mir jetzt so relativ. Ja, jedes Mal, wenn er da draußen stirbt. Okay, jetzt habe ich es wahrscheinlich verstanden, warum ich jedes Mal. Ah, okay, jetzt habe ich um mein Ziel verloren jetzt, ne? Ach, verdammt. Geht jetzt hier beim dritten Gebiet das wahrscheinlich nicht mehr so. Also da müssen wir jetzt völlig umdenken. Ich denke mal, da kommen wir wirklich sehr viel weiter, wenn wir das so machen, wie ich es Anfang getan habe. Ja, das ist die höhere Wahrscheinlichkeit. Das wird uns wahrscheinlich dann wohl eher weiterbringen. Nee, weil ich meine, bei den ersten Gebieten hat das wirklich wunderbar funktioniert mit dem Giftbolzen. Aber hier absolut keine Möglichkeit mehr. Das Ziel, finde ich ja auch, ist ganz schön sensibel. Im Gegensatz zu den anderen. Den hat es ja fast gar nicht gejuckt. So ganz grob gesagt. Ne? Die haben so sogar noch zugeschaut. Ich würde ihn ja am liebsten. Ach komm, betreten. Ich würde ihn ja jetzt am liebsten aus dem Fenster ziehen. Dann hätten wir hier den ganzen Mist gar nicht. Aber es ist halt. Was? Extrem schwierig. Na, Swinburne. Machen Sie ja keine Szene. Damit werden Sie nicht davonkommen. Oh, doch werde ich. Ah. Wo bringen Sie mich hin? Zu einem Freund, der Sie begrüßen will. Kann ich den hier einsperren? Nee, oder? Ich tue die mal. Ich lasse ihn nicht aus den Augen. Okay. Sobald ich auf Befreien klicke, was eigentlich meine Schuld ist. Heißt es, ich habe mein Ziel entkommen lassen. Also wirklich ganz, ganz streng hier. In der Mission, also in der achten Sequenz Mission 2. Ja, jetzt geht es halt wirklich ans Eingemachte. Jetzt mittlerweile sind die Missionen schon wesentlich schwerer geworden als am Anfang. Selbstverständlich. Und jetzt versuche ich das auch irgendwie hinzukriegen. Ja. Also ich muss mich immer nach und nach rantasten. Ihr seht es. Es ist wirklich so. Aber man freut sich doch hinterher dann. Wenn es funktioniert hat und alle dann glücklich sind. Dann ist doch die Freude umso größer. Aber ich weiß immer noch nicht, warum derjenige dann immer zurückschaut. Ja, was heißt er immer? Aber er schaut immer zurück, wenn ich dort in der Nähe bin. Bisher jetzt zweimal. Zweimal versucht. Zweimal hat er zurückgeguckt. Hä? Was? Na, na, Swinburne. Machen Sie ja keine Szene. Wie konnte denn er mich jetzt sehen? Das ist doch richtig unfair. Wo bringen Sie mich hin? Zu einem Freund, der Sie begrüßen will. Für diesen Kinderkram sind Sie doch zu alt.
Okay. Ich hatte Glück im Unglück. Wir können noch weitermachen. Ich dachte, ich müsste jetzt wieder von vorne laden. Ich hoffe, er geht seinen gewohnten Gang weiter. Ja, das wird hier noch ein Weilchen dauern. Auf jeden Fall. Also er guckt nicht hinter, wenn er hintergeht. Das finde ich ein bisschen schon unfair. Und der Polizist ist wirklich sehr lange hinten. Und jedes Mal, wenn ich lang gehe, kriegt er es anscheinend mit. Aber wie soll man das machen? Man muss ja die Treppe runtergehen. Es gibt keinen anderen Weg. Ich versuche es nochmal und ich versuche es ganz leise zu machen. Great! Just as I was getting bored. Jetzt hat es merkwürdigerweise geklappt. Aber jetzt stehen wir hier vor einem Polizisten. Jetzt sind wir schon so weit. Aber wir wissen, dass es schon mal funktioniert. Falls ich jetzt abkacke, wissen wir wenigstens, es funktioniert. Mist, das war's. Nein, doch nicht. Ich hatte Glück. Okay, also wenn er jetzt nach links geht, würde ich sagen, ergreifen wir die Flucht. Oh, da kommt noch jemand. Oh, das sind jetzt mehrere. Nein. Jetzt muss ich mir einen ganz anderen Plan schmieden hier. Ach, die gehen anscheinend die ganze Zeit ums Haus rum. Okay. Auf die müssen wir also auch aufpassen. Nee, also das müssen wir machen, wenn er nach rechts geht. Nicht nach links, sondern nach rechts. Wir schauen jetzt ein bisschen rum. Okay. Okay, ich dachte, hier geht's raus, aber hier geht es nicht raus. Wir müssen wahrscheinlich jetzt nach links, da wo die anderen hingegangen sind. Oh nein. Ach, ich dachte schon, er kommt jetzt zu mir. Och, ist das echt schwierig. Also ehrlich, das haben die ja richtig bescheuert hier gemacht. Die Entwickler. Nee. Das geht doch gar nicht. Vielleicht sagt uns was die Karte, aber nein, die sagt uns auch nichts. Die ist genauso bescheiden wie alles andere hier. Und hier gibt es wirklich keinen Ausgang. Sobald ich den loslasse, war's das. Dann habe ich die 100% nicht. Das ist echt schwierig. Oh Gott. Ich glaube, ich sitze voll in der Falle. Jetzt so mal ganz ernsthaft. Ich sitze eigentlich voll in der Falle. War jetzt meine einzige Möglichkeit, die habe ich auch gerade genutzt. Aber ich habe jetzt einen Zeitdruck, einen ganz schön immensen.
Ja, und die bleiben stehen dort. Ich glaube, ich habe mir jetzt ein Ei gelegt. Kann ich den hier reinschubsen? Ach nee, das geht ja dann ne? Also ich darf niemanden töten. Und ich darf das Ziel nicht entkommen lassen. Ich würde sagen, ich renne jetzt einfach hier hinter, weil es gibt keinen anderen Weg. Und mein, ja, jetzt kriege ich Probleme gleich. Ich renne jetzt hinter. Ja. Das ist doof. Das ist mega doof. Wir schauen uns das mal jetzt genauer an. Bevor jetzt das reloadet. Wir schauen uns das jetzt mal ganz kurz an. Ah, verdammt. Ja, das geht hier nur hier raus. Okay. Ha. Wow. Ja, ich überlege gerade, wie wir das machen werden. Ha! Ist echt schwierig. Also da stoße ich tatsächlich an meinen Grenzen schon fast. Gibt bestimmt im Internet ganz tolle Anleitungen. Davon habe ich keine einzige gelesen. Das mache ich nach meinen Gutdüngen hier. Ich kann mir vorstellen, dass viele Probleme bei dieser Mission haben, hier 100% zu kriegen. Das ist so eine Mission, da schaut man doch gern mal nach. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal was ganz anderes. Ich tue jetzt den nicht gefangen nehmen, weil er geht ja zu einer Kiste hinter. Mein Ziel bzw. Witz wäre jetzt, dass ich niemanden hier gefangen nehme, dass ich jetzt zum unteren Stockwerk gehe, damit in Bolzen jemanden vergifte. Den hier. Was ist los? Stimmt das nicht, Gebiet hier? Sie haben hier nichts zu suchen. Gehen Sie weiter! Oh. Mein Ziel rennt weg. Aber es kommt zu mir. Oh, Mist, ich wollte ihn gefangen nehmen. Hä? Was? Na, Swinburne. Machen Sie ja keine Szene. Damit werden Sie nicht davonkommen. Oh, doch werde ich. Wo bringen Sie mich hin? Niemanden in dem Zielgebiet töten habe ich jetzt. Einem Freund, der Sie begrüßen will. Nicht geschafft, weil er gestorben ist von meinem Gift. Verdammt. Aber ihr seht, es war nicht mehr weit. Ich hätte es fast geschafft. So, jetzt bin ich mir nicht mal sicher, was wir jetzt machen. Ob ich jetzt mir jetzt noch weiter in eine Platte reibe hier. Mein Gott, also ich hätte... Aber... Ist einfach nicht schaffbar gerade. Ja, das Problem ist, sobald die an meinem Bolzengift sterben, habe ich ihn getötet. Na? Jetzt mache ich mal was ganz anderes. Jetzt hole ich mal meine Rooks. Und weise die mal an, dass sie kämpfen sollen. Schieß deine Salve!
Wie war das? Ziel verloren, warum auch immer. Der war die ganze Zeit im Haus. Aber ich persönlich darf anscheinend nur niemanden töten. Und sobald die Rooks schießen, muss ich mein Ziel... Ach, ich weiß wie. Ich glaube, ich weiß wie. Ich werde jetzt die Rooks nochmal holen. Das war schon mal kein blöder Einfall. Also das ist eine Fähigkeit. Falls ihr die Fähigkeit jetzt nicht habt, dann tut es mir leid. Dann müsst ihr die Fähigkeit ausrüsten. Falls es klappen sollte. Wenn nicht, dann muss ich mir sowieso was anderes überlegen. Ja, ich würde sagen, dass ich die Rooks hole. Was jetzt gerade nicht funktioniert. Okay, ich muss jetzt ein bisschen warten, weil ich die gerade geholt habe. Das ist ja kein Problem. Dann warte ich noch ein bisschen. Und ja, ich würde mich schon mal dorthin begeben. Und sobald die Rooks aufräumen, werde ich ihn gefangen nehmen. Ja, da müssen wir jetzt noch ein bisschen warten. Ja, ich kann mich nur noch mal wiederholen. Es tut mir leid, dass es ein bisschen jetzt diesmal länger dauert hier als gewöhnlich. Ich habe hier mit dieser Mission aktuell Probleme. Und mich hat gerade der Ehrgeiz gepackt, das hier doch noch zu schaffen. Ich hoffe, es klappt. Was ist hier los, Sir? Hör mal, Freundchen, ich will hier keinen Ärger, ja? Sir, lassen Sie das bitte. So, und jetzt tun wir, sobald wir runtergehen, werde ich sagen, kämpfen. Oh, das war zu früh. Okay. Mist, er rennt weg. Er rennt weg. Ich komme nicht hinterher. Mist. Niederschlagen. Ziel ist tot. Die Rooks. Aber das wäre richtig gut gewesen. Also wir sind ziemlich nah dran. mein Ziel ist plötzlich losgelaufen. Ich habe den Wagen geholt. Die kamen, sahen und siegten. Haben plötzlich alle kalt gemacht, was richtig war. Alle sind nach unten gegangen, was auch gut war. Und ja, meinen habe ich nicht bekommen. Ich hätte ihn einfach jetzt wahrscheinlich... Ja, ein bisschen unter die Arme klemmen können, abwarten, bis die Rucksäcke alles kalt machen und dann hätte ich wahrscheinlich die Mission geschafft. So dauert das jetzt leider noch ein bisschen länger. Also es tut mir, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, leid. Aber irgendwie muss es ja hier funktionieren. Ich schaue mir auch hinterher gerne nochmal die Lösungen an, die es so gibt. Ihr könnt auch gerne in den Kommentar schreiben, wie ihr das gemacht habt, falls ihr die gleiche Mission gespielt habt. Könnt ihr mir gerne mal einen Tipp geben nochmal, damit ich mir nochmal selber auf die Stirn klatschen kann und sagen, ach, wieso hast du das denn gemacht? Ganz einleuchtend. Ja, bei mir ist momentan hier nichts einleuchtend. Also ich werde wieder die Rooks anholen. Das war schon mal sehr gut. Es war wirklich sehr gut. Diesmal werde ich aber ein bisschen länger warten, wahrscheinlich, weil ich hier den Gefangenen erstmal okay. Jetzt kommt er gleich zum Fenster.
Aber es ist heute wirklich eine extra long Version. Manche haben das ja in Sekundenschnelle vielleicht hier geschafft. Nee, gut, das nicht gerade. Aber Minutenschnelle. So, ich habe meine Rooks gerufen. Ich nehme ihn gefangen. Jetzt warte ich auf meine Rooks. Na na, Swineborn. Machen Sie ja keine Szene. Damit werden Sie nicht davonkommen. Da kommen meine Rooks. Ich sehe sie schon auf der Karte. Wo bringen Sie mich hin? Zu einem Freund, der Sie begrüßen will. Ui, meine Rooks sterben. Das ist nicht gut. Die sind irgendwie beteiligungslos jetzt diesmal. Das ist doof. Ja, die sterben hier. Jetzt sind sie gerade aktiv. Jetzt geht der runter, das ist sehr gut. Muss die Gelegenheit nutzen. Ich glaube, ich habe hier keine Rooks mehr, ne? Ja, sieht so aus. Als ob ich meine Rooks-Pulver verhauen habe. Ja, ich kann die Rooks jetzt auch in dem Zustand leider nicht mehr rufen. Es hat jetzt mir nichts gebracht mehr. Oh, alle relevanten Personen. Na gut, sind hier welche gestorben? Na gut. Also, es hat nichts gebracht. Ich glaube, ich muss jetzt hier auch gleich einen Schnitt machen. Weil länger kann ich das hier nicht treiben lassen. Für euch. Also. Sobald ich nochmal neu lade, mache ich hier einen Schnitt. Ich schneide das dann nochmal zusammen. Ja, ich glaube, ich kann das ja nochmal neu starten. Der steht hier jetzt ganz doof da. Okay, er wurde angedodged. Hier sind aber weniger Menschen, sehe ich gerade. Also den hat es erwischt beim Rook-Kampf. Das bringt mir aber jetzt keinen Vorteil, würde ich sagen. Ich muss mich aber jetzt trotzdem noch ein bisschen umgucken. Weil wir wollen ja auch die Mission mal schaffen. Also ich mache hier jetzt einen Schnitt. Ich schneide dann die zwei Teile zusammen. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt einen Schnitt gemacht. Ihr müsstet das als weitergehendes Video sehen können. Ja, ich muss ja leider Gottes einen Schnitt machen, weil so lange hält mein Aufzeichnungstool nicht an. Und wir haben hier eine extra lange Version der Mission. Extra blöd, sage ich jetzt mal. Rechts.
Und jetzt hat's geklappt. Ich fasse es nicht. Wo ist die scheiß Kutsche? Wir haben es geschafft, ihn rauszubekommen. Aber das war auch in Kombination mit den Rooks. Ich gehe jetzt ein bisschen großzügig rum. Roth, lange nicht gesehen. Du hast dich wirklich gehen lassen. Nein. Eine Schande. Na, dann ab nach hinten mit dir. So, das ist die Belohnung und jetzt muss ich auch schmunzeln. Endlich die 100% geschafft. Hier ist ein gutes Pferdchen. Sehr gut. Also die zwei Sachen sind jetzt abgehakt worden. Zu 100%. Also ihr wisst jetzt, wie ich es gemacht habe. Ist echt krass gewesen jetzt. Richtig, also ich hatte fette Probleme. Tolle Arbeit. Besuch mich wieder im Alhambra. Ich habe noch mehr Amüsements für uns in petto. Das war für mich die super schwere Sequenz 8. Dreifache Entführung. Zu 100% geschafft. Und das war wirklich kein Pappenstiel. Also, ich entscheide mich jetzt gerade dazu, weil ich habe jetzt ein zweites Video gemacht. Ich wusste nicht, dass das jetzt doch so schnell geht. Das werde ich jetzt natürlich zusammenschneiden, damit ihr das in ein Video sehen könnt. Das wird eine extra lange Fassung sein. Das werde ich auch nicht in zwei Teile teilen hier. Auf jeden Fall. Ihr habt es gesehen, es war ziemlich schwierig. Es war wirklich ziemlich heftig. Eigentlich eine Mission, die auch so circa 20 Minuten geht. Richtig schwer gewesen. Niemanden in den Zielgebieten töten und kein Ziel entkommen lassen. Also ich habe wirklich getrickst und geforscht. Ihr könnt es jetzt sehen. Und als Belohnung haben wir jetzt die Herstellungsvorlage, Handschuhvorlage, Assassine. Und diese Herstellungsvorlage schauen wir uns jetzt mal an. Das ist das hier. Ja. Damit kann man diesen Handschuh machen. Raffiniert, maßgeschneidert, tödlich. Ja, aber für mich nutzlos, da ich schon einen viel besseren Handschuh habe. So, ich hoffe, es hat trotz der Probleme hier euch gefallen. Ich habe alles, was Sie brauchen. Oder es hat euch sogar geholfen, weil ihr diese Mission auch so schwer fand. Dann Daumen nach oben. Ansonsten abonniert mich, damit ihr wirklich keine Folge mehr verpasst. Und ja, ansonsten über jeden Kommentar bin ich auch sehr dankbar. Dann zum nächsten Video.